Ja, das sind die drei. Der eine mit dem Hut ist unser Mann. Ah ja, er guckt genau in die falsche Richtung. Was jetzt? Warten, bis er sich umdreht. Man, 100 meters, front! Rifleman, 100 meters, right! APC, 200 meters, front!
need help? Two, hold fire. Two, stay low. Two, fire at will. Rifleman, 100 meters, right. Man, 75 meters, right. Contact! Machine gunner! Soldier! 100 meters! Front! Two, patch yourself up. Copy that. Ready. He's down. Man! 100 meters, back! Target down! Rifleman, 100 meters, left flank. APC, 100 meters, right up ahead. Machine gunner, man, 100 meters, front.
2. Get in that vehicle. Solid copy. Rifleman, 100 meters back. APC, 200 meters, right flank. Soldiers, 100 meters, back. Ja, hab ich. Jetzt wollen wir mal sehen, was Johannes über diesen Kerl erzählt. Und das ist wirklich der Kerl, der euren Freund einen Kinos ermordet hat? Verdammt. Ja, 100%. Ich hab mich fast zu Tode erschreckt, als ich ihn wieder gesehen habe.
Verfluchte Scheiße. Ich kenne diesen Mann, Johannes. Ich habe ihn schon mal gesehen. Wo hast du ihn gesehen? Das spielt keine Rolle. Wer ist das, Johannes? Das ist Zelus. Zelus? Ja, er heißt in Wirklichkeit Jorios Vintra, aber sein Pseudonym ist Zelus. Pavlos, hat er euch entdeckt? Ich glaube ja. Zisis hat ihn gerufen, damit er sich umdreht. Dann habe ich das Foto gemacht. Scheiße. Ihr seid so am Arsch, Leute. Warum das? Ihr seid am Arsch. Lasst die Finger von diesem Typen. Wenn ihr ihn seht, macht, dass ihr wegkommt. Er ist Teil einer Geheimorganisation. Glare V. Glare V? Was ist das? Ich weiß nicht viel darüber. Soweit ich weiß, machen sie Geschäfte mit Drogen und Waffen. Zelus ist Teil davon, aber er hat einen riesigen Einfluss in alle möglichen Kreise. Politik, Prominenz, Militär, sogar im Ausland. Mist, aber was heißt dieser Name, Claire V? Das weiß niemand. Ich kann es euch auch nicht sagen. Keine Ahnung. Claire? So wie Blenden? Vielleicht heißt das V sowas wie Victory? Ich habe keine Ahnung, habe ich gesagt. Es bringt auch nichts, wenn ihr euch darüber den Kopf zerbrecht. Ich sag es euch nochmal. Wenn Zelus nur die leiseste Ahnung hat, dass ihr etwas über ihn oder seine Organisation wisst, seid ihr erledigt. Und da ihr so dumm wart und er gesehen hat, dass ihr ihn fotografiert habt, weiß er das. Verdammt, Männer. Hört zu. Ich bin weg. Bleibt bloß weg von mir, habt ihr verstanden? Wir haben uns nie gesehen. Moment, nicht so schnell. Du hast gesagt, du hast Informationen für uns über die AAF. Ach, shit. Ja. Ich stehe zu meinem Wort. Geht morgen Nacht nach Bomos. Die Insel, wo ihr mich gerettet habt. Es gibt dort einen Schrein. Dort werde ich die Informationen hinterlegen. Aber das war's dann. Ich bin weg. Scheiße nochmal. Hey, ich vertraue dir nicht. Sag es uns jetzt. Ich stehe zu meinem Wort, Männer. Jetzt wissen wir, was dieser Kerl hier oben gemacht hat. Könnte gut sein, dass dieser Schrein öfters als Briefkasten genutzt wird. Warum bin ich noch nie auf so etwas gekommen? Meinst du, er ist ein Spion? Woher wusste er von dieser Organisation? Keine Ahnung. Könnte sein. Dieser Zelus hat ihm aber ziemliche Angst eingejagt. Wir müssen vorsichtig sein, Linus. Wenn Johannes recht hat, sind wir wirklich in Gefahr. Ich mache mir Sorgen um Zisis. Er ist in Pyrgus ausgestiegen, um diesen Zelus zu rufen, damit er sich umdreht. Das hört sich nicht gut an. Andererseits, wir sind so oder so in Gefahr. Eine ganze Armee ist hinter uns her. Naja, hast schon recht, mein Freund. Auf, wir gehen zurück zum Versteck.
Mit Johannes' Informationen machen wir uns auf, um unser Ziel zu verwirklichen. Wir wollten den Nordwesten Altes. Uns ging es nicht darum, die Armee zu dezimieren. Nein, wir wollten ihnen das nehmen, was sie in dieser Region hielt. Das ist eine andere Geschichte, die noch zu erzählen ist. Was danach kam, erschütterte mich in meinen Grundfesten. Two, hold fire! Adrianus, hier Pavlos. Bist du da? Hallo Pavlos, ja, ich höre dich. Schön, deine Stimme zu hören. Gut, dass du wieder dabei bist. Wir haben es geschafft und sind auf dem Rückweg. Was gibt's Neues? Hier gibt es nichts Neues. Wobei, doch, hier hat so ein Typ auf dem Handy angerufen. Er sagt, er hätte ein Problem. Wer war?